Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Might and Magic Teil 8. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, es gab nicht viel zu machen. Ich habe die Sachen hier repariert. Ich habe nochmal geschaut, was wir machen können. Schwert können wir auf Meister machen, und zwar bei zwei Leuten. Fallen entschärfen können wir auf Meister machen. Das sollte auch hier in Alva sogar sein. Lichtmeister, das ist auch klar, wo wir das hinkriegen. Axt, Experte, wissen wir noch nicht woher. Waffen, Meisterexperte wissen wir auch noch nicht. Wahrnehmungsexperte wissen wir auch leider noch nicht. Meister meine ich, Wahrnehmungsmeister. Körpermagie wissen wir auch noch nicht, auf den können wir aber auch auf Meister machen. Das heißt, viele Sachen wissen wir noch nicht, wo das geht, bis eigentlich auf Fallen entschärfen und Meister. Das werde ich auf jeden Fall mal machen. Dann habe ich nochmal geschaut, der hat ja gesagt, wir sollen mit jemandem reden. Und da habe ich schon mal auf der Karte geschaut, wo das ist. Und das ist hier Itales Landhaus. Mit dem würde ich auch nochmal reden. Und ansonsten würde ich nach Rabenbucht gehen. Also mein Plan ist auf jeden Fall Rabenbucht mal gehen. Dort unseren Magier wiederholen. Vielleicht den auch nochmal lernen, mit dem lernen. Dann würde ich vielleicht in die Garottenschlucht reingehen. Die ist westlich vom Rabenbucht, das wissen wir schon. Da würde ich vielleicht mal schauen, ob wir da irgendwie was lernen können und wie es aussieht. Und von dort würde ich vielleicht nach Norden gehen, zum Murmelwald. Kann man ja einfach dann per Fuß machen. Ich glaube, da geht auch kein Weg dahin, um unsere Kleriker-Quest zu machen. Und vielleicht auch noch den Dunkelelf-Quest und so weiter und so fort. Ich hoffe, dass in der Karottenschlucht einige zu finden sind, wo wir was steigern können. Wäre jedenfalls nicht schlecht. Das wäre jedenfalls mein Plan. Dass wir das so machen. So. Auch in unseren Dings steht jetzt auch neue Quests drin. Schmiedet eine Allianz zwischen den wichtigsten Gruppierungen von Shaddam. Mit Gilde, mit den Nekromanten. Tempel der Sonne, da bin ich mir nicht sicher, ob die sich beißen, weil Schatten und Licht könnte sein. Die zwei könnten sich beißen. Minotauren müssten eigentlich immer gehen. 1, 2, 3, 4. Ja, also entweder Nekromanten, Drachen und die, also Minotauren auf jeden Fall immer. Und da müssten wir uns wahrscheinlich entscheiden. Entweder Drache oder Drachenjäger. Und Tempel der Sonne oder die Nekromanten. Damit hätten wir auf jeden Fall drei. Ich frage mich nur, ob man die vielleicht doch zu einer Allianz, also die zwei hier und die zwei, zu einer Allianz vielleicht bewegen könnte. Das wäre schon irgendwie ziemlich cool, wenn wir alle fünf reinkriegen würden. Aber, naja, vielleicht erfahren wir ja jetzt bei diesem Typ hier ein bisschen mehr. Das müsste der hier gewesen sein. Guck mal, da haben wir zum Beispiel was hier. Krieg zwischen Klerikern und Nekromanten. Da sie an entgegengesetzten Enden des Spektrums vom Licht zur Dunkelheit liegen, waren die Beziehungen zwischen der Gilde der Nekromanten und dem Tempel der Sonne noch nie die besten. Doch nun führen sie einen offenen Krieg. Oscar Tyr, der Oberpriester des Tempels, sagt, dass ihn eine heilige Vision dazu gebracht habe, die Gilde der Nekromanten den Krieg zu erklären, um Shaddam von dem Makel der Dunkelheit zu befreien. Beide Gruppierungen sind auf unserem Kontinent relativ neu. Die Gilde hat im Schattensumpf Fuß gefasst und der erste und einzige Tempel des Lichts von Shaddam befindet sich im Murmelwald. Schattensumpf glaube ich auch, dass unser Nekromant wahrscheinlich eine Beförderungsquest kriegt und der Vampir wahrscheinlich. Im Garotten Dings haben wir gehört, das sind ja die Drachen. Da könnte man einen NPC als Drache mal bekommen. Auch sehr interessant eigentlich. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Glaubt das? Ich habe es komplett jetzt vergessen. Ja, Garottenschlucht Drache. Ich weiß es nicht mehr. Wird schon nicht so wichtig gewesen sein. So. Ach genau. Drache, also Schattensumpf, die Experten, also die zwei Nekromanten, Vampirbeförderung, Murmelwald, unser Kleriker. Minotaure wird wahrscheinlich in diesem anderen Gebiet sein. Wie hieß es? Felswüstenland. Da werden wir wahrscheinlich eine Dings bekommen. Da weiß ich aber noch nicht genau, wo wir da hinkommen.
Im Moment wissen wir nur, wo wir zum, da waren wir schon, bei den Eisensandwüste hinkommen. Ob es da weiter, nach Norden geht es nicht weiter. Nach Süden müssen wir zum Schattensumpf kommen. Ob es nach Osten weitergeht, weiß ich nicht. Da waren wir ja dummerweise nicht. Das war zu schwierig für uns. Der Murmelwald, da waren wir auch schon, kann ich auch nochmal abhaken. Aber da haben wir auch noch nicht geschaut, ob es weiter nach Westen, Süden, Westen, Norden oder Süden geht. Beziehungsweise Süden wird es zur Garottenschlucht gehen, das ist klar. Und Garottenschlucht, da waren wir noch gar nicht. Der berühmte Drachentöter Charles Quixote von Erasia hat eine Jagdexpedition in die Garottenschlucht zusammengestellt. Dies ist kein Spaziergang, sondern die größte Expedition, von der ich je gehört habe. Die Jäger haben ein festes Lager, von dem aus sie Häute, Eier, Babydrachen und andere Artikel verkaufen. Die Zahl der Drachenbevölkerung in Garottenschlucht war immer sehr groß. Nun aber, so fähig wie Quixotes Jäger sind, stehen die Drachen kurz vor der Ausrottung. Und die Drachen sind in diesem Fall, glaube ich, unsere Freunde. Ja. Ob er da jemals was hinkriegen? Eine Allianz zwischen denen? Ich kann es mir nicht vorstellen, aber... Die Minotauren von Balthasars Zuflucht in Felswüstenland sind ein stolzes Volk. Ihr jüngster Sieg über die Wori-Eisriesen hat sie nur noch unabhängiger gemacht. Sie sind sich noch mehr ihrer Fähigkeit gewiss, jede Aufgabe allein bewältigen zu können. Dennoch habe ich der Gilde unterbreitet, dass sie gute Verbündete abgeben, sowohl um die gegenwärtige Krise zu meistern, als auch später als Handelspartner. Okay, alles klar. Dann schauen wir mal, wir haben Dienstag und sind in Alva. Shadow, Schattendings. Ah, nee. Erst am Freitag geht's nach Rabenbucht zurück. Und wir sollten auf jeden Fall nach Rabenbucht gehen. Ich wäre jedenfalls dafür, nach Rabenbucht zu gehen. Trainerwarmer Taverne ist da unten. Dann warten wir mal. Lohnt sich das? Wir haben Dienstag. Ja, wenn wir jetzt so reisen, wäre es Sonntag. Ja, das lohnt sich schon, irgendwie zu warten. Willkommen! Ihr möchtet ein ruhiges Zimmer? Es ist Mittwoch. Willkommen! Ihr möchtet ein ruhiges Zimmer? Donnerstag. Willkommen! Ihr möchtet ein ruhiges Zimmer? So, jetzt müsste Freitag sein. Genau. Und jetzt sollten wir eigentlich zur Rabenbucht zurückkommen. Wir können losfahren. Sehr gut, und da holen wir uns jetzt unseren Freundin Magier wieder in unsere Gruppe. Ohne Magier will ich ganz ehrlich gesagt nicht reisen. Oh, und ich mache noch was anderes, ich will mal was ausprobieren. Wir haben ja gesehen gehabt, dass das Inventar gespeichert wird. Dann können wir die Geschichte des Gewölbes der Ewigkeit, hatten wir ja schon gelesen. Das ist ja auch kein Questgegenstand. Den kriegst du mal. Die zwei Sachen weiß ich noch nicht, die will ich mal behalten. Die können wir wahrscheinlich irgendwo abgeben, um Geld zu bekommen. So. Die Prophezeiung der Sonne, die brauchen wir. Die zwei Schlüssel, das ist ja dieser Gefängnisschlüssel, die sollten eigentlich fertig sein. Die brauchen wir eigentlich nicht. Den Knochen weiß ich noch nicht. Den werden wir für irgendwas brauchen, genauso den Käse. Die Tagebuchseite haben wir schon gelesen, die kommt hier rein. Die Tagebuchseite haben wir gelesen, kommt hier rein. Die Tagebuchseite kommt hier rein. Das da kommt hier rein. Das brauchen wir eigentlich auch nicht, aber ich will es halt auch nicht wegschmeißen. Was war das hier? Das kann eigentlich auch hier rein. Das hier sollte behalten werden. Das hier. Aus einem Rätsel. Hoppla. 15 Enten. Ich habe keine Ahnung mehr, was das hier war. Wir behalten es mal. Brief an Aaron Hunter. War das auch irgendwie eine Quest? Ich weiß es auch nicht mehr. Das da war auf jeden Fall eine Quest. Und diese Tagebuchseite kann eigentlich auch weg. Also die ganzen Tagebuchseiten hier können, denke ich, weg. Was heißt weg? Wir behalten sie natürlich. Ich will nur ein bisschen hier Ordnung schaffen.
Äpfel tun wir auch mal ein paar quasi zwischenlagern. Dann kommt hier die Flöte hin, hier das hier hin. Dadurch haben wir jetzt doch wieder ein bisschen mehr Platz bekommen. Was ich persönlich jetzt nicht so verkehrt finde. So, ja, jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz. Das bleibt auch alles. So, dann entlassen wir dich nämlich. Kommt herein. Und wenn wir jetzt hier reinschauen, hat er nämlich das ganze Zeug drinnen. Das heißt, wenn wir mal wieder so eine Tagebuchseite brauchen oder so, können wir es uns einfach von ihm holen. Und das finde ich doch schon mal gar nicht mal so schlecht. Das heißt, der ist unser Lager. Ja, er ist unser Lager sozusagen. Ist ja schon mal gar nicht mal so schlecht. So, du kommst wieder mit rein. Und du kannst wahrscheinlich auch aufsteigen. Ah, hatten wir hier noch einen Trainer? Ja, da hat man einen Trainer. Ich weiß bloß nicht, ob der noch für uns gilt. Also, ob er noch... Bis wann, bis zu welchem Level halt dieser Ding zählt. Ja, das werden wir gleich sehen. Wir haben gerade erst mit der Ausbildung begonnen. Genau, das ist es. Da müssten wir woanders hingehen. Der ist nämlich schon voll. Das heißt, sie machen definitiv nicht bis Stufe... Wahrscheinlich machen sie noch bis Stufe 15. Ja, schade. Okay. Ach nein! Oh. Ich Idiot. Ah. Ich Idiot. Ich wollte doch noch steigern. Irgendwo hatten wir doch noch Wahrnehmung. Nicht Wahrnehmung. Fallen entschärfen in Alba. Ah. Ah. Okay. Wenn ich hier nochmal neu lade, bin ich direkt hier. Ah, so ein Eis. Hab ich hier... Nein, ich hab natürlich nicht. Ah, okay. Leute, ich hab sowas von Mist gebaut. Wie kann ich euch heute helfen? Aber da musste ich ja zum Glück nicht so viel machen. So, das wird angezogen. Das kriegst du. Da haben wir gesagt, diese ganzen Schriftrollen, das hier kriegst alles du. Ein Apfel haben wir gegessen. Ein paar kamen hier rein. Die kamen hier rein. Die kamen so. Die zwei wollten mal hier lassen. Der Käse kommt rein. Das da war noch die Tagebuchseite. Einfach mal jetzt den Schnelldurchgang. Prophezeiung der Sonne, das mussten wir auf jeden Fall behalten. So, mach mal. Machen wir es jetzt so. Okay. Oh, bin ich... Ach, da hat man noch einen Apfel. Na gut. Ja, bin ich ein Idiot, hey. Hören wir uns das hier nochmal an. So. Und jetzt, wo war unsere Beförderung für das Ding? Meditation, Handel, Alchemie, Feuer, Gegenstände identifizieren, Experte Wahrnehmung, hatten wir schon. Meister Fallen entschärfen, da war's. Oh, ich bin so ein Idiot, hey. Moment, hier war es doch irgendwo. Ja, im den Haus muss es sein. So. Jetzt aber. Jetzt haben wir das hier. Fertigkeit, Fallen entschärfen, Meister. Dreifache Wirkung der Fertigkeit. Großmeister hätten wir sogar 100%. Ich glaube, jetzt sind wir ganz gut gerüstet, die ganzen Dinger hier wegzukriegen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Was mach ich da nur für einen Scheiß? Ah. Da war die Gaststube, bis Freitag warten. Willkommen. Ein Glück haben wir nicht allzu ihr viel gemacht. Ein ruhiges Zimmer? Willkommen. Ihr möchtet ein ruhiges Zimmer? So, war jetzt Freitag? Nee, noch nicht. Willkommen. Ihr möchtet ein ruhiges Zimmer? So, die Allianz schmieden, das hatten wir alles schon. Ja, das passt. Ah. Benötigt ihr ein... Wir können losfahren. Zum Glück habe ich viel mehr gelabert gehabt, als irgendwas anderes gemacht. So, das Zeug hier kommt hat er schon gekriegt. Das heißt... Entlassen. Kommt herein. Und du kommst rein. Ja, das Zeug müssen wir auch noch identifizieren irgendwann mal. So. Jetzt haben wir es aber. Jetzt kann ich mal schauen, dass wir von... wo ist er mal? Rabenbucht. Nein. Nein, noch nicht. Bevor ich das vergesse wieder. Wir wollten auch noch mit den Schmuggler reden. Ich vergesse gerade so viel. Kann das sein? Ich glaube zwar nicht, dass da was passiert, aber vielleicht hat er wenigstens ein oder zwei neue Gesprächsthemen. Dann haben wir nämlich das auch mal gemacht, dass wir mit dem noch geredet haben. Für den haben wir ja auch noch die Quest, dass wir nach Regna müssen, aber ich habe noch keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Mit dem Schiff scheint es ja nicht zu gehen. So, hier rein. Ich hoffe, es ist es wert. Sind die jetzt freundlich, oder? Ja, die sind freundlich, mittlerweile gesonnen. Okay. Oh, und mach auch nochmal Fackel an. Dankeschön. Wieso sind die uns auf einmal freundlich gesonnen? Vielleicht, weil wir die eine Quest erledigt haben? Mir soll es recht sein. Mir soll es recht sein. War das jetzt hier? Ich glaube, das war hier, ja. Puh. Mal sehen, ob es da irgendwie was Neues gibt. Schmugglerbote. Er sagt... Meine Familie ist zurückgekehrt und erzählte mir, wie ihr sie befreit habt. Sagt den Händlern von Alva, dass unser Handel gestorben ist. Ich werde mein Wort halten. Mein Boot steht euch jederzeit zur Verfügung. Ach, können wir jetzt vielleicht... Ah. Vielleicht können wir jetzt irgendwo hinreisen. Also neue Reisoptionen hier. Vielleicht können wir jetzt nach Regna fahren. Auf jeden Fall, das hat doch was schon gebracht gehabt. Ich meine, der Handel jetzt da ist gestorben, aber das ist uns relativ egal, glaube ich. Ich fand es eh nicht so toll, die erpressen... Falsche Richtung. Die zu erpressen. Jetzt können wir mal schauen zum Schiff. Vielleicht kann man jetzt nach Regna fahren. Da haben wir ja auch noch eine Quest. Würde ich zwar im Moment noch nicht machen. Wie gesagt, würde ich im Moment noch nicht machen, aber es wäre nett zu wissen, wenn das gehen würde. Wir schauen einfach mal jetzt am Dock. Und dann mal schauen. Oder man kann vielleicht jetzt umsonst fahren. Also. Das war auf jeden Fall das Schiff, wo uns der Dolchinsel gefahren hat. Geht aber gerade nicht. Dann könnten wir vielleicht hier. Ja, Schmuggler, da steht sogar. Aber geht auch im Moment nicht. Manchmal steht da auch irgendwie was. Ah doch, da steht's ja. Nach Felswüstenland kommen wir. Nach Schattendings kommen wir. Ja, zu den zwei kommen wir. Aber nach Regna kommen wir immer noch nicht. Hm. Ich hab's gerade gesehen, da standen zwei verschiedene Schiffe auf meiner Liste.
Okay, wir wollen zur, wie heißt es, Garottenschlucht gehen. Das müsste per Stall am Sonntag gehen. Es ist Sonntag. Wir können gleich dahin fahren. Perfekt. Das passt ja richtig, richtig gut. Dann schauen wir mal, ob das geht. Benötigt ihr eine Kutsche? Ah, und es gibt auch wieder eine Arena. Okay. Wir können losfahren. Will ich aber jetzt nicht hin. Wir gehen jetzt erstmal in die Garottenschlucht rein. Ui, sieht es hier aus. Okay. Das ist mir nicht bekannt. Ah, wir sind bei den Drachentötern. Kreuzritter, Drachentöter und so weiter. Ja, dann. Seid gesegnet. Unter der Führung von Sir Charles Quicksilver wollten wir durch die Gegend von der Bedrohung durch die Drachen für immer befreien. Ich weiß ja nicht, ob wir das wollen. Moment, geht in Karawanen. Benötigt ihr eine Kutsche? Dann müsste es doch. Da sind sie ja. Ah, drei diesmal sogar. Sehr gut. Ein Brunnen. Oh, du kriegst Genauigkeit. Okay, das war's auch schon. Wir können euch ausrüsten. Fertigkeit lernen. Ja, aber da braucht man definitiv nichts. Ja, brauchen wir eigentlich es auch nicht. Entschuldigung. Da haben wir ja einen ganz spendablen Kunden. Was haben wir da? Das ist wahrscheinlich die... Ihr sucht eine scharfe Klinge? Ja, dann überprüf mal, was das hier ist, dass du uns nicht wieder beleidigst. Eine, ja, die brauchen wir eigentlich nicht. Die kann verkauft werden. So. Oh, Moment. Das sollte ich vielleicht noch aufschreiben. Also, das hier sind Waffen. Ja, hinten ist anscheinend nichts mehr. So, welches Haus war jetzt für die Rüstungen? Das hier war für die Rüstungen. Hoppla. Und das war der Stall. Was ich jetzt nicht weiß ist, sollten wir schon mit den Drachentötern reden? Oder sollten wir das erstmal mal lassen? Wir schauen auf jeden Fall noch die anderen Seiten an. Da haben wir Amulette. War da gerade was? Lager. Achso, das ist nur das Lager der Drachenjäger. Okay. Da haben wir. Oh, ein Gasthof. Fühlt euch wie zu Hause. Eine Taverne. Das heißt, hier können wir auch nochmal Acromate spielen. Das werde ich wieder aber offline machen. Und hier haben wir geweihter Stall. Unser Heiligtum steht auf. Ah offen. Ja, das ist ein Heiler. Okay. Dann haben wir hier auf jeden Fall einen Heiler. Das sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Taverne noch, das ist noch da. Und da geht's wahrscheinlich zum Lager der Drachenjäger, wo wir Sir Charles Quickshooter drin finden werden. Da ist die Frage, sollte man da auch gleich mal reingehen und mit denen reden? Oder macht es was? Also, wenn ich jetzt mit dem rede, geht dann unsere Allianz mit den Drachen sofort in die Brüche? Wahrscheinlich nicht. Ich denke, dann müssen wir für den eine Quest machen und für die Drachen muss ich eine Quest machen. Und dann muss ich schauen, und die sich wahrscheinlich dann gegenseitig ausschließen. Und dann muss ich schauen, ob ich das irgendwie verknüpfen kann oder wie auch immer. Ja, gut. Ich würde sagen, hier hören wir mal auf. Ich mache jetzt noch schnell das Acromage und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, hätte ich gesagt. Bis dahin, macht's gut und tschüss.